Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Mushroom Madness 3. Jawohl. Auch im letzten Spiel, im Mouse on the May, ist es natürlich Tradition, dass es mindestens 37 Teile von diesem Flash Game gibt. Wir spielen es trotzdem, weil es sehr, sehr unterhaltsam ist. Und ihr seht schon, oh mein Gott, hier gibt es ungefähr 73 verschiedene Spielmodi. Okay, also genau genommen sind es 9, aber das ist schon mal eine ganze Menge. Wir fangen natürlich ganz normal mit dem Adventure an. Und damit ich eben einfach erstmal zeigen kann, worum es geht. So. Hares don't like to eat mushrooms, but they like to dig them out. Recover these mushrooms quickly. So. Oh Gott, ich muss mich selber erstmal reinfinden. Das ist so ewig her, dass ich es gespielt habe. Not so fast. Gott, wir haben einen Latschen, mit dem wir Hasen hauen können. Alles klar. Gott, der macht ja richtig viel Schaden. Ah, den kann man aufladen, ich verstehe. Und der macht sogar Flächenschaden. Sehr entzückend. Großartig. So, wir haben alle Challenges gleich mitgenommen. Ist im ersten Level zugegebenermaßen auch nicht sonderlich schwer. Darum gucken wir doch gleich mal ins nächste Level. Ah, und jetzt können wir hier nämlich aufrüsten direkt mit unseren 600 Goldmünzen. Okay, Autoklick ist ein bisschen dekadent. Aber wir könnten eine bessere Waffe kaufen. Kaufen nämlich mal einen Tennisschläger. Das finde ich total gut. Außerdem soll unsere Waffe mehr Schaden machen. Und ich hätte gern Item Magnet und Stun Duration finde ich auch ziemlich super. Continue. Ab ins zweite Level. So, und da sehen wir schon, es gibt Hedgehogs, thrifty Hedgehogs. Steal mushrooms and take them into their burrows. Stop them before they are too far away. Okay, also die nehmen die Pilze natürlich mit und müssen... und wollen dann damit abhauen und wir müssen das verhindern. Außerdem haben wir verschiedene Boxen, die können wir kaputt machen, da sind da meistens Upgrades drin. Und wir haben Pistolen. Oh ja, hier wird auch Waffengewalt gegen Tiere groß geschrieben. großartig. Ich hau hier erstmal auf dem Karton rum. Das sind gleich zwei Igel gewesen. Gar nicht drauf geachtet, was die Achievements alle waren, aber offensichtlich habe ich alle bekommen. Oh, okay. Das war ja relativ einfach. So, 1000, da rüsten wir auf, indem wir die Pfanne kaufen, oder nehmen wir Upgrades? Eine gute Frage. Gib mir die Pfanne. Nichts hat so viel Stil wie eine Pfanne. Get ready. 10 Schlangen, was machen die denn? If a snake eats a mushroom, it will fly away. Don't ask why. Just catch it quickly. Großartig. Dann haben wir auch noch die Holzboxen. Die gehen nur mit Bomben oder Waffen kaputt. Und können Bomben oder Fallen enthalten. Außerdem haben wir eine Flash Grenade. Blinds and immobilizes the enemies. Destroys all moles, spiders, bats and flying snakes. Ah, das ist natürlich super. Und wir haben, genau, to use a trap or a bomb, click its icon on the lower part of the screen and deploy it on the desired location. Na dann, das, gucken wir mal, ob wir das brauchen. Blöd. Okay, das hätte ich schaffen können. Ich habe nur einfach nicht darauf geachtet, dass das oben gar keine Holzkisten sind, sondern dass ich die hier ja auch locker kaputt hauen kann. Da. Hm.
Ja, aber eigentlich ist es, glaube ich, egal. Wir müssen auch nicht alles auf einmal schaffen. Ah, haben wir aber sogar. Umso besser. Also man muss diese Challenges nicht immer alle auf einmal schaffen. Man kann das, glaube ich, auch nach und nach machen. So, mehr Schaden bitte. Nee, komm, Autoklick. Primary Weapons Attack Primary Weapon Attacks Automatically. Ja, nee. Erstmal nicht. Ist mir noch zu teuer. Traps Power. Blast Rate ist, finde ich, super. Rate of Fire muss auch hoch. Und die Money Rate. Wir brauchen mehr Geld, ganz dringend. So, Level 4. 45 Level gibt es übrigens. Nee, Moment, es gibt 45 Sterne, also 15 Level insgesamt. Aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Modi, wie zum Beispiel Survival. Ich glaube, da erklärt der Titel schon alles. Animal Rush. Repel the Invasion with Unlimited Ammo. Ich glaube, da gucken wir mal rein. Ach, das sind auch alles nochmal eigene Level. Das ist natürlich cool. Animal Rush, one quest. First quest, wie auch immer. Okay. Die Waffe gefällt mir. Ah, okay, und die laufen alle quasi, wollen alle quasi nach links. Einbahnstraße. Und wenn die rüberkommen, verliere ich Leben. Verstehe. Natürlich auch eine nette Methode zwischendurch für den Adventure-Modus Gold zu sammeln. Und es ist auch schön, dass man oben in der Mitte so eine kleine Level-Progress-Bar hat. Für die Übersicht gar nicht verkehrt. Yay! We rule. Das gibt $300. Sehr schön. Na, dann holen wir uns doch jetzt mal den Brassy. Schönen Golfschläger. Das macht richtig viel Sinn. Einfach mal mit dem Golfschläger auf die rein. Was? Das ist einfach nicht richtig. So, was kommt hier neu dazu? Tommy Gun und Spiders und Crystals. Destroy Crystals to get small diamonds. Diamonds are much more expensive than coins. Small diamond $50, large diamond $250. Okay. Ah, wenn man die Spinnen kaputt haut, regnet es übrigens und dann wachsen Pilze auf der Wiese nach. Also an diesen Spots eben, was einen schon durchaus retten kann, wenn man mal einen Pilz verlieren sollte. Ich merke, das wird hier schon... Ah, fuck. Den Diamanten nicht kaputt bekommen. Damit. Das probieren wir nochmal. Wenn, dann will ich hier auch alle Sterne. Super, dass die Schlangen anfangen zu fliegen. So, jetzt müssten wir... Genau, jetzt kriegen wir das nämlich trotzdem. Sehr schön. Ja, komm, ich kaufe mir den Autoklick hier schon. Ach, den kann ich auch ein- und ausschalten, okay. Aber wir probieren ihn gleich mal aus. Dann gucken wir mal. Ammo Capacity kann auf jeden Fall mal hoch. Firearms Damage kommt auch hoch. Tesla Power, ich habe doch noch überhaupt nichts, was Tesla macht, oder? Traps Power geht auch nochmal hoch. Stun Duration. Okay, da kriegen wir nochmal Gold, weil wir so viele Upgrades gekauft haben. Auch gut. Nehme ich gerne. Gucken wir mal. Gott, was geht denn hier ab? Bären. Bears eat a lot. They will quickly eat all mushrooms if you don't hurry.
Set up a trap to catch animals. One trap can catch several animals. Nice. A black safe. These safes can be opened with a key. They contain a single weapon, bombs, or a trap. Hotkeys. Nein, Hotkeys sind total raus, weil wir nämlich im Mouse Only May sind. Ach, da kriege ich $500 nur dafür, dass ich 10 Minuten gespielt habe. Finde ich gut. So. Jetzt kann ich hier nämlich platzieren. Gott, ich habe noch so viele Fallen. Warum fehlt mir denn da eine Falle? Ach so, ich muss... Ah, okay. Ich verstehe. Na, egal. Das ist erstmal nicht so wichtig. Stattdessen ist... Achso, ich habe den Autoklick hier beim Primary Weapon gar nicht mitbekommen. Ich muss mal beim nächsten Level drauf achten. So, bats. Bats bring keys, bombs and other useful items. On the other hand, they can steal mushrooms. Okay. Ah, fires bolts of electricity. The bolt can arc through several enemies. Ah ja, das ist ja die Waffe, die kennen wir von eben schon. Und das Silver Safe. These safes can be opened with a key. They contain many coins and small diamonds. Ah, jetzt weiß ich auch, was hier die Primary Weapon ist. Der Schläger prügelt jetzt nämlich echt automatisch, das ist ganz nice. Na, das war doch ein erfolgreiches Level, möchte ich sagen. Und ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, es ist von den gleichen Leuten, die auch Icy Gifts gemacht haben. Aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie deutlich cooler als Icy Gifts. Es ist echt so, ne, kann man echt mal die eine oder andere Minute mit verbringen. Und es läuft vor allem flüssiger als Icy Gifts. Das ist auch schon mal viel wert. So, das Ding können wir uns immer noch nicht leisten. Dann rüsten wir doch jetzt mal die Tesla Power auf. Und zwar so richtig. Weil wir es können. So, die Animal Lair haben wir noch. Endless waves of animals attack from lairs. Destroy all lairs. Okay, gucken wir mal, was das so ist. One crystal, one glades, five mushrooms. Success. Okay, da muss man ja die Layers halt zerstören. Alles klar. Habe ich verstanden. Haben wir sonst noch was Nettes? Ah, Safebreaker. Safebreaker war, glaube ich, ganz lustig. Try to unlock as many safes as possible. Das kostet aber auch. Kann man aber auch gut gewinnen. Wir machen mal ein 300er Spiel. Try to unlock as many safes as possible. Here you have one key. Okay, das war nicht so richtig erfolgreich. Wie viel Gold haben wir denn? Ach komm, wir machen mal das 1500er. Wow, wir haben 5 Keys. Ja, das war nicht so richtig erfolgreich. Noch genug Gold. Ich möchte das nochmal machen. Das ist nämlich eigentlich ganz witzig. Gott, da brauche ich 3 für. Okay.
dann verstehe ich die Goldfields jetzt. Aber da machen wir auf jeden Fall. Aha, das ist gar nicht blöd. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ich mache das eben normal. Kann ich? Continue. Ja, okay, aber da macht man auf jeden Fall schon mal 300 Gewinn mit. Okay, das, also wenn man extrem auf Grinden aus ist, kann man das natürlich so machen. Aber ganz ehrlich, wer will das schon? Wir machen nochmal ganz kurz. Ja, Survival ist jetzt, glaube ich, relativ unspektakulär. Wir gucken mal, wie viele Sterne haben wir denn? 17, das ist jetzt nicht die Welt. Bis 30 brauchen wir noch ein bisschen. Na egal, ich nehme jetzt nochmal einen Level hier mit. Olds like mushrooms too. If you don't believe it, check it yourself. Okay. Inflicts massive damage within a large blast radius. Okay. Also wir haben 4 Crystals, aber wir müssen 10 Bäume zerstören und 2 Big Diamonds einsammeln. Alles klar. Gibt ein bisschen Kohle, dann können wir uns jetzt endlich das Ding leisten. Und die Fire Rate möchte ich auch nochmal erhöhen eigentlich. Und die Stun Duration eigentlich auch und das auch und überhaupt. So, Level 8 nehmen wir nochmal mit. Das sieht interessant aus. Ah, Maulwürfe. Beware of the moles, they can burrow close to the glade and easily steal the mushroom. Dafür haben wir auch die Shotgun. Fire several bullets at once, great against tough enemies. Und die Gold Save. These vaults can be opened with three keys. Vast riches await inside. How easy was that? Gott, was hier los ist, ne? Schlüssel habe ich denn nach 4, sehr schön. Mir sind ganz schön viele Pilze abhanden gekommen. Dafür haben wir alles andere mitgenommen. Okay. Ja, ich denke, brauche jetzt nicht mehr allzu viel zu diesem Spiel zu sagen. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar nette Spielmodi. Swarm Assault, New Adventure, was auch immer das ist, den Batcatcher und Vault Defense. Vault Defense, das dauert jetzt leider ein bisschen zum Freispielen, von daher verzichte ich da gerade mal drauf. Aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Vault Defense ist noch ganz witzig. Das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ja, wenn ihr Bock habt, Mushroom Madness zu spielen, ihr wisst, wo ihr den Link findet. Und Mushroom Madness 1 und 2 verlinke ich euch natürlich auch gleich mit. Ja, das war ja der Mouse Only May. Morgen geht's weiter mit dem Jump'n'Run June. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Jump'n'Run-Spiele habe ich ewig nicht gespielt. Und habe ich echt richtig Bock drauf. Mal ein paar schöne Plattformer, eine gute Sache. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich. Bis dahin, einen angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.